Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya, die ausnahmsweise mal sehr zufrieden ist mit ihrem Leben. And we love it. Allerdings ist Celeste ein bisschen sauer. Wir schicken am besten unseren Kindersitter direkt weg. Und dann kümmern wir uns um unser kleines Girl. Ich hab gar keinen Bock, Mama. Hör auf! Der hat zwar übel Hunger, aber ist kein Problem. Naja, sie kackt sich gerade ein, deswegen können wir auf jeden Fall ihre Windel wechseln. Und vielleicht können wir sie dann nochmal versuchen zu stillen. Und dann legen wir die kleine Maus schlafen. Und dann sollten wir uns selbst schlafen legen. Gute Nacht, du kleiner Engel. Ich meine, für einen Säugling ist sie verhältnismäßig schon pflegeleicht, würde ich sagen. Also ich hatte schon Säuglinge, die waren definitiv anstrengender als sie. Wir haben gar keinen Videobestand gerade, ne? Mich muss ich auch wieder drum kümmern. What is happening right there? Warum ist da immer noch Schaum? Warum ist das Klo jetzt kaputt? Ich kann das alles nicht mehr. Nicht mal 5 Minuten im Part und... ich bin schon wieder überfordert mit allem. So, die kleine Maus hat durchgeschlafen. Das ist auf jeden Fall richtig supi. Sie hat ja immer noch den Wunsch, mit Jeremy eine Beziehung einzugehen. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall heute irgendwie angehen, vermutlich. Es ist sehr aufregend. Ich meine, im Großen und Ganzen sieht das hier ja auch schon ganz gut aus. Wie wir sehen, ob er eine Beziehung eingehen würde. Guten Morgen, du kleiner Schatz. Du bist sehr glücklich. Ich freue mich für dich. Wow, 106 Simoleons und 142 Simoleons für unsere Videos. We love it! Luna möchte, dass wir sie besuchen. Können wir unser Kind mitnehmen? Nö. Warum ist meine Kamera aufgegangen? Entschuldigung. Nachdem ich eine Viertelstunde rumprobiert habe, bin ich wieder zurück. Ich würde mir wünschen, dass sie so viele Meilensteine wie möglich bekommt. Das wäre richtig süß. So, ich würde sagen, sie trägt sich gleich Gesichtsreiniger auf. Und dann wird es Zeit, neues Video aufzunehmen. Produktbewertung Schönheitsprodukte finde ich sehr cool. Wir brauchen irgendwann halt auch diese Drohne am besten, weil dann kann sie sich auch beim Singen und so filmen. Das finde ich richtig süß. Weil sie kann jetzt ja mittlerweile auch schon viel alleine machen. Deswegen kriegen wir das schon hin. Ich habe ein Geschenk für dich. Nein, du magst Medienproduktion. Lass mich in Ruhe. Was willst du mir schenken, Girl? Dann müssen wir das Video gleich aufnehmen. Immer kommt was dazwischen. Also Luna darf gerne bleiben, natürlich. Sie wollte ja erst, dass wir zu ihr kommen. Sie so, da komm ich. Eine Gitarre. Wie süß. Ich finde das wirklich voll cool. Hä, wenn wir das halt üben so? Das ist doch voll nice beim... Warum wurden wir jetzt angeschrien? Aber ich finde das voll cool, wenn wir dann dabei singen können und so. Aber wir wollten jetzt Schönheitsprodukte bewerten. Hört auf, euch zu streiten. Was soll das immer? Süß, wie das dann hier auch so ausgelegt ist und so. I love it. So, Zusatzkomponenten sind natürlich deutlich teurer, ne? Aber ja, ich glaube, das ist jetzt auch noch keine Priorität. Ihr interagiert miteinander. Wir können sie ja mal anbrabbeln. Sie so, was soll das? Ja. Sie scheint sehr zufrieden mit den Produkten zu sein. Sie sieht die ganze Zeit glücklich aus. Ja, außer jetzt. Jetzt ist sie so, why? Und du kleine Maus, bist müde. Oh, gute Nacht. Leg dich einmal auf den Boden, ist kein Problem. Sehr entspannt. Sie geht jetzt einfach. Okay, tschüss. Meine Must-Have-Make-Up-Produkte. Hashtag Beauty. Hashtag Self-Care. Hashtag Review. Dann bearbeiten wir das Video natürlich noch. Auto-Updater. Sehr interessant. Ja, Arbeit muss sein, Girl. So, dann kann sie das noch einmal kurz... Warte, wir hypen das nächste Video noch. Und dann laden wir das Video hoch. Jo, Girl! Warum? Luna möchte vorbeikommen. Klar, kein Problem. Kommt sie zu spät zur Arbeit, weil sie ihr Kind baden muss. Will sie ihr Kind gerade mitnehmen? Ja, das ist jetzt nicht so möglich, Girl. Ja, ich habe doch schon gesagt, dass sie kommen soll. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will doch arbeiten. Lass sie einfach liegen. Dann kann sie ja fleißig arbeiten. Hallo, kannst du mich füttern? Okay, ich nehme deinen Food nicht an anscheinend. Kannst du mich vielleicht doch nochmal füttern? Weil ich habe echt Hunger. Danke. Und dann bin ich auch schon bereit, schlafen zu gehen. Oh Gott, oh Gott. Amaya ist hoffnungsfroh. Die Kundin, die auf den Kundenschalter zukommt, sieht bereits ein bisschen geknickt aus. Ich möchte das umtauschen, habe aber keine Quittung, murmelt sie. Amaya zeigt auf das kein Umtausch ohne Quittungsschild. Andererseits tut es wirklich gut, einmal nicht angeschrien zu werden. Soll sie netter zu den Leuten sein, die nett sind? Ich würde den Umtausch trotzdem ablehnen, weil Regeln sind Regeln. Die Kundin lügt vielleicht nicht, aber Amaya stammelt etwas von Ladenpolizei und schickt sie weg. Der Chef von Amaya sieht die Kundin weggehen und grummelt. Netter Versuch, Lady. Er lobt die gute Arbeit von Amaya, doch sie fühlt sich trotzdem nicht besonders gut.
Ja, wir können uns halt aber auch nicht leisten, dass wir irgendwie gefeuert werden oder so. Thanks for the food. So, sie muss gehen. Dann geht er jetzt auch. Da sie noch ein bisschen Spaß braucht, kann sie ja einfach mal ein bisschen üben. Cool. Das kann ja dann noch mit der Zeit besser werden. Oh no, sie hat ihren Lebensstil verloren. Aber ja, als Mami kann man halt nicht immer so adrenalinjagend sein, huh? Good morning in the morning, girl. Es ist 5 Uhr. Nacht in der Stadt. Wir kriegen kostenloses Essen. Juhu. Können wir ja vielleicht ausgehen mit Jeremy. Das Kind ist gerade eh gestresst und hat keinen Bock auf uns. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe hier gar kein Restaurant, oder? Dann platziere ich halt kurz eins. Danke, ihr Lieben, übrigens, dass ihr hier immer schön Sachen postet und so. Das finde ich ganz toll. Das sieht richtig süß aus. Cool. Ich finde es richtig nice. Hoffentlich funktioniert das jetzt, wenn wir da hingehen. So, und wir laden Jeremy ein. Mal schauen. Auf Celeste wird natürlich vom Kindersitter aufgepasst, wissen wir ja. Oh, wait, ist das Grundstück falsch rum? Ich drehe es mal kurz. Ja, weil es regnet, ist draußen sitzen irgendwie ein bisschen blöd, ne? Wie wäre es, wenn wir hier hinten gehen? Blablabla. Cool, dann können wir ihn ja erstmal anflirten. Sagen, hey, ja, ist doch cool. Ist wahrscheinlich safe nichts, wo man hier dann frühstücken kann, vernünftig, aber egal. Wie wär's mit O-Saft? Und Gripshopper. Und sie isst ein Quiche. Und er nimmt sich ein Burrito. Hat das jetzt gezählt? So, ich würde ihn jetzt gerne einfach mal küssen. Okay, findet er auch gut. Sie denkt direkt an heiraten. Schön. Dann fragen wir ihn einfach mal so ganz offiziell. Und er sagt ja? Oh mein Gott! Okay, das ist wild. Heiratsantrag machen, ich glaube nicht. Techtelmechtel mit Jeremy. Jeremy ist reif! Entschuldigung. Aber er macht auch von sich aus so Sachen jetzt und so, ne? Also, ist schon auch süß. Ich glaube, ihr geht's nicht so gut. Ich bin mal so frei und teleportiere sie mal hier raus. Wie heißt sie? Mark. Oh, das ist ein Typ. Ups. So, Mark, ich hoffe, du kannst dich retten. Aber euch geht's ja ganz gut. Das ist eigentlich süß. Ja, so, also wir könnten auch noch mal ein bisschen Spaß in den Backen haben. Okay. Ja, wir haben noch mal ein bisschen Cash gemacht. Ich denke, mit dem Geld können wir uns dann vielleicht auch mal irgendwie ein Ringlicht oder so kaufen. Meint ihr, wir bekommen heute noch unser Essen? Was, wenn wir uns einfach was an der Bar bestellen? Das müsste nämlich auf jeden Fall funktionieren. Wie wär's mit einer Brezel? Yay, dann haben wir das wenigstens abgeschlossen. Dann kriegen wir nämlich Zufriedenheitspunkte. Yay. Apropos, irgendwas, was wir uns leisten wollen? Also ich finde, schamlos passt actually ziemlich gut. Weil ich meine, dieses Girl war obdachlos, hat in Müll gewühlt, an öffentlichen Plätzen und so. Ich glaube, an dem Punkt ist es ihr auch egal. Es bringt uns jetzt hier vor allem auch gar nicht so viel, aber ich glaube, an dem Punkt ist sie frei von Peinlichkeit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Pff. Wie geht's unserem Girl? Ganz gut, nur ein bisschen Angst. Hallo, ich habe doch abgespeichert, dass ihr Techtelmechtel haben wollt. Entschuldigung. Ich meine, sie braucht eh Spaß und sie hat ja Kondome dabei. Deswegen nutzt ihr die ja hoffentlich auch. Das Geile bei Techtelmechtel ist ja, dass das Spaßbedürfnis, egal wie niedrig es ist, dass es immer komplett gefüllt wird, wenn sie halt ein Techtelmechtel haben. Hey, I love it. Ich spende nix. Aber Zusatzkomponente, wir kaufen jetzt eine Ringlampe. Wow. So professional. Man kann halt noch so Studienbox-Dings kaufen, aber ja, 550 ist doch ein bisschen viel. Das ist halt die Hälfte von dem Geld, was wir haben. Dieses Girl muss jetzt erstmal duschen gehen. Oh, mit Daddy. Er ist jetzt nicht unbedingt Vater des Jahres, aber es ist trotzdem süß. Ich habe gehört, dass du dich mit Jeremy triffst. Woher weiß sie das denn? Süß. Oh mein Gott. Wieso geht immer alles kaputt? So, und sie kann ja noch mal ein bisschen üben, weil sie fühlt sich ja gerade inspiriert. Vielleicht hat sie ihm ja auch von dem Plan erzählt, dass sie ja vielleicht dann das verbinden könnte, wenn sie irgendwo ist. Hier muss ja auch irgendwo, bestimmt irgendwo sowas sein, wo dann so eine kleine Bühne ist oder so. Heute ist auch wieder Talentwettbewerb. I mean, vielleicht gehen wir einfach hin. Sie ist jetzt bereit, wieder ins Business einzusteigen. Meilenstein Zangengriff. Yay! Und Level 2 der Gitarrenfähigkeit. Sie muss mindestens Level 3 haben, um nebenbei singen zu können. Ne? Das wird sie jetzt, glaube ich, nicht schaffen. Vor 18 Uhr. Sie muss heute auch arbeiten. Ja, okay, dann wird das sowieso nichts. Weil die Arbeit ist dann doch wichtiger. Wir können zwar einen Urlaubstag nehmen und so, aber ich glaube, das ist ein bisschen wild ist, wenn der Arbeitgeber rauskriegen würde, okay, sie hat sich einen Urlaubstag genommen, um an Dings teilzunehmen. Ich meine, Urlaubstage ist ja noch was anderes als Krankheitstage und so, dies, das. Also es wäre alles hier berechtigt und so und das wäre auch an sich in Ordnung, aber ich glaube, sie würde sich selber ein bisschen schuldig fühlen. Und die kleine Maus ist schon wieder am Heiern. Dann kannst du heute Nacht nicht schlafen.
Deswegen lass es. Sie möchte aufs Gewürzfestival. Ist ein bisschen süß auch, aber... Wir haben keine Zeit. Sie kann klatschen. Süß. Wo ist der Kindersitter? Hello? Okay, ich bin alleine. Kein Problem. Ich habe ihn eingestellt. Hilfe. Nein, wir lehnen den Umtausch immer noch ab. Er scheint irgendwie doch da zu sein, aber man kann ihn nicht sehen. I don't know. Ganz wild auf jeden Fall. Oder kann sie zumindest sagen, dass sie gefüttert werden will und gleich ins Bett gebracht. Wenn das funktioniert. Ich hoffe. Okay, sie geht jetzt einfach schlafen. Super. Anscheinend funktioniert es nämlich nicht. Schade. Aber mein Girl kommt gerade von der Arbeit. Feind von Luca werden. Was zum... So. Gute Nacht, ihr beiden. Das Problem ist, er ist irgendwie da und irgendwie nicht. Deswegen läuft das jetzt Ganze auch nicht schnell. Oh, Nervo. Okay, er geht jetzt von selber. Gott sei Dank. Sag mal, wieso kackt sie sich eigentlich immer so sehr ein, dass sie immer komplett stinkt? Ich finde das nicht in Ordnung. Hey, 460 von ihren Videos? Wow. Sie verdient mittlerweile mehr als mit ihrem Job. Dann kann sie sich natürlich vielleicht doch eine neue Kamera leisten. Wow. Und ein Mikrofon ist da auch dabei. Hör mal. Okay, eine bessere Kamera gibt's nicht, anscheinend. Aber wir können uns halt noch Studiobox-Lampen kaufen. Aber das ist doch crazy! Wieso stehen hier immer random Leute vor unserer Tür? Geht weg! Meier fühlt sich zu unwohl, um das zu tun. Aha, jetzt geht's. Ja. Eigentlich schon. Müssen wir wieder Geld zahlen, aber... Das Dumme ist halt, dass man die Babys einmal nicht mitnehmen kann. Naja, es wäre auch wild, das Kind immer mitzunehmen. Weil... man dann ja mehr Chancen hat, sie mit dem Kind zu sehen, so. Aber sie kann ja auch nicht immer darauf hoffen, dass halt eben die anderen Zeit haben, ne? Hi! Was geht? Mein offizieller Boyfriend. Ja, guck mal, er ist auch richtig happy, wenn er uns so sieht, ne? Ist schon cute. Ich find's süß. Hä, wieso kann ich hier nicht wuhuen? Nee, du darfst nicht mit Erwachsenen plaudern, Girl. Ich muss noch Geld abziehen. Uff. Ich meine, es sind jedes Mal nur 10 Simoleons und so, aber es macht ja letztendlich was aus. Wah! Das gibt's? Das Spiel, also diese Mod, ne? Wir können ihn auch immer noch mal fragen, ob er nicht unser Mitbewohner werden möchte. Er mag spitzbübische Sims. I see. Danke für das Angebot, aber ich habe schon einen zu Hause. Ich meine, er könnte uns halt damit helfen. Mit den Kosten. Okay, jetzt hat das mit dem Rumschmusen funktioniert. Because we need some fun. Nee, wir haben keinen Abschlussball. Ja, moin, das ist sein Zimmer. Okay, wild. Ritsch, ritsch. Also, ich weiß noch nicht so ganz, ne? Die sind zwar jetzt zusammen, aber irgendwie ist da immer noch so ein Vibe, weiß ich nicht. Und diese Mutter auch so. Willst du mit diesem Mödel? Mödel, voll. Die machen aber auch einfach vor seiner Mutter rum, ne? Es ist, wir finden sie emotionally expressive. Wir sollten langsam mal nach Hause gehen. So ist das halt als Mutter. Wer weiß, ob die Eltern überhaupt davon wissen, dass ihr Vater ist. Ist ja auch so eine Sache. Sie muss auf jeden Fall unbedingt duschen. Sie ist ein happy little girl. Gott sei Dank. Bess, lass mich in Ruhe. Girl, schläfst jetzt nicht. Verboten. Ich versuche ihr halt beizubringen, wie man Kuckuck spielt, weil ich finde das so süß. Ihr und euer Abschlussball. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können ja auch mal ein bisschen zusammen stehen üben. Oh, es ist so lustig mit dir. I can't. Ihr seid so süß, ne? So, dann leg die kleine Maus ins Bett. Und dann kannst du nochmal ein Video aufnehmen. Beauty Tips. Why? Nein, du legst sie ins Bett. Und dann nimmst du auf. Nein, du legst sie ins Bett. Und dann nimmst du auf. Lass dieses Kind jetzt in Ruhe. Nein, lass sie in Ruhe. Du lässt sie jetzt in Ruhe. Hör auf, nach deiner Mutti zu schreien. Weißt du, was man macht? In die Haia gehen. Hör jetzt auf, ich raste gleich aus. Nee, du kannst ganz allein schlafen. Sie hat sich nochmal kurz eingekackt. Super. Das heißt, wir müssen doch nochmal zu ihr gehen. Meine Skincare-Routine. Macht man doch so, oder? Hashtag Selfcare. Hashtag Beauty-Tipps. Hashtag Skincare. Yay. Dann wechselt halt ihre Windel. Und jetzt lass sie schlafen. Good night in the nights. Und weil Mutti überfordert war mit ihrem Leben, muss sie sich jetzt erstmal um sich selbst kümmern. Ihr Spaßbedürfnis sinkt aber auch so schnell, ne? Das ist so asozial. Sie macht 3 Sekunden was ihr keinen Spaß bringt, sie wieder bei Rot. Es ist mitten in der Nacht, es ist 3 Uhr. Warum ist sie noch wach? Nice one. Das Geld, was wir damit einnehmen, ist echt gut. Good morning, little girl. Weißt du, beim Essen erstmal kacken. Man kennt es. Wie die jetzt wollen, dass wir in diese Gruppe eintreten. An dem Punkt müssen wir in keiner Gruppe mehr sein. Hi, Girl! Flohmarkt an sich ja, aber nicht mit ihm. Das ist unser Kindersitter. Lass mich in Ruhe. Na, Sophia? Ach süß, sie geht erstmal zu Celeste.
Oh, ihr seid süß. Hier, brabbel Sophia mal an. Fühlt dich zu unwohl zum Tanzen? Can't do this anymore. So, und kann sie dann nochmal versuchen, über ihre Schwarms hinwegzukommen vielleicht? Weil sie ist jetzt offiziell in der Beziehung. Sehr gut. Also die Schwarms sind erstmal offiziell weg. Weh, die kommen wieder. Ich würde, denke ich, an der Stelle aber auch den Part beenden. Irgendwie ist bis auf, dass wir jetzt in Beziehung eingegangen sind, ist gar nicht so viel passiert irgendwie. Aber es ist okay. Es gehört dazu, dass wir auch einfach mal so ein bisschen leichten Progress haben. Wie lange müssen wir uns noch mit dem Säugling rumschlagen eigentlich? 9 Tage. Wir haben die Hälfte schon geschafft. Also ich glaube, schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Und spätestens, wenn sie dann zum Kleinkind wird, werde ich auch ihr ein vernünftiges Zimmer einrichten, weil sie das verdient. Und sie möchte ja auch eine gute Mutter sein. Und da macht es natürlich Sinn, dass sie dann sagt, okay, ich überhäufe sie dann, ja, im Vergleich zu vorher, mit positiven Dingen wie eben Spielzeug und einer schönen Einrichtung und so. Weil sie verdient es halt auch einfach. Und ich meine, wir haben jetzt gerade 1700 Simoleons. Bis dahin wird es ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr sein und da kann sie auf jeden Fall mit einem schönen Zimmer rechnen. Wir wollen ja, dass es der kleinen Maus gut geht. So, was denkt ihr darüber, dass Amaya und Jeremy jetzt offiziell in einer Beziehung sind? Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es irgendwie süß, aber ich finde es auch shady. We will see, wie das halt dann wird. Vielleicht stellt er sich ja als perfekter Boyfriend raus. Und das ist ein Happy Ever After. Weiß man noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!